Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits fünften Staffel und der 281. Folge. Heute in der Vorproduktion am 26.12.23. Bevor es aber losgeht, gibt's hier mein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an den lieben MonkeySoul94. Der MonkeySoul hat nämlich am 18.06.23 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Nummer 1159. Außerdem ist der liebe MonkeySoul auch ein sehr aktiver Chat-Mitteilhaber. Also wenn ich am Stream bin, ist er meistens sehr aktiv im Chat. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. So, der MonkeySoul ist bereits wieder ausgeblendet. Wir befinden uns zurück bei meinen Geiern und nicht wundern, ich bin auch ein kleines bisschen heiser. Die Weihnachtsfeier war ein bisschen laut, aber war schön. Ich hoffe, ihr hattet auch ein paar schöne Tage jetzt. Und ja, wir befinden uns hier dabei, das westliche Imperium endgültig nackig zu machen. Ist ja, wie gesagt, hier bei meinem gallischen Spielstand das Ziel, sämtliche römische Fraktionen zu vernichten. Nicht alles römische einzunehmen, also imperiale, sondern römische Fraktionen zu vernichten. Aber wenn ich das hier sehe mit den Karthagern, wie mächtig die geworden sind, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die uns bald einen Strich durch die Rechnung machen. Oder die Saker, weil wir denen langsam auch näher kommen und die Besitztür haben wollen. Aber gut. Jetzt ist die Frage, ich habe Verstärkungen gerufen, die sind alle noch mindestens einen Tag unterwegs, einer sogar vier Tage habe ich gesehen, fast fünf sogar. Wie gehe ich als nächstes vor? Ich denke, das Cleverste wäre eigentlich Zeonika zu holen, aber ich glaube, die werden noch sämtliches, was an der Garnison haben, da reingestopft haben. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal die Burg Sesterdheim und in der Zwischenzeit kommen unsere Leute. Ach ja. Ich habe euch eine Nachricht losgeschickt. Von wem denn nochmal? Verdammt. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hab's vergessen. Ich wollte irgendwo eine Werkstatt bauen, ne? Oxhall. Ach shit, was wollte ich denn hier machen? Ich glaube, eine Brauerei wollte ich hier machen, ne? Weil da ja mindestens einmal Getreide hingeliefert wird. In ganzer Not könnte ich auf Töpferei umsteigen, weil da ja Ton hingeliefert wird. Gib mir mal die Kälterei für schlappe 27. Okay. Muss dann jetzt gehen. Dann müsste ich die gleich nochmal umswitchen. Ups, da habe ich mich verklickt. Nee, nicht hier, sondern da. Sonstiges. So, die Kälterei umswitchen auf Brauerei, möchte ich meinen. Ich glaube, ja. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt erst nachgucke, aber ich gucke nochmal nach. Ich glaube, es sollte Getreide sein, weil da zweimal hingeliefert wird. Nee, nur einmal. Ach Quatsch, eine Schreinerei wollte ich machen. Ach Mensch, wie doof. 2000 verschwendet. Ach, stimmt, wegen dem Hartholz. Ich wollte eine Schreinerei machen. Ach Mann, entschuldig bitte. So, zack, für die Werkzeuge und ein paar wenige Waffen. Oh Gott, Mann, mir wird immer schlecht dabei, wenn er die Kamera so switcht. So, es möchte was rekrutiert werden. Tribesman. Oh, wen haben wir denn hier? Tynops, komm mal ran hier. Komm doch, trau dich. Läuft der weg? Krieg ich den noch? Nee. Der wird in die Burg flüchten. Finde ich aber ganz gut, weil wir haben ausreichend Männer. Jetzt geht's um die Burg Thorios. Ja, schnappt euch das mal. Ich will nur Städte. Erstmal. Und batanische Burgen natürlich auch. Also garnische. Komm ran hier. Trau dich. Feigling. Oh, es sind doch ein paar mehr geworden, als ich dachte. Aber ist nicht schlimm. Wir belagern einfach ein bisschen länger. Eventuell kann es natürlich auch sein, dass er einen Ausfallangriff versucht. Wo ich jetzt wiederum auch nichts dagegen hätte. Belagern. Kann nur hoffen, dass unsere gerufene Verstärkung auch vernünftig durchkommt. Achso, wir bauen mal wieder Katapulte. Ein Bocki muss es auch sein. Mindestens. Das Problem auch bei Belagerungstürmen ist ja nicht nur, dass die halt je nach Verteidigungsanlage verbuggt sind wie Sau. Zumindest jetzt auf meinem aktuellen Spielstand hier, also mit der Version 1.1.5, in der ich hier spielen muss. Ah, Verstärkung kommt, sehr schön.
sondern auch noch zusätzlich die Tatsache, wenn die kaputt sind, kommst du da die Mauern nicht mehr hoch. Bei den Leitern, oh, bei den Leitern hast du ja wenigstens den Vorteil, dass die wieder aufgestellt werden können. Aber natürlich, dass du keine Deckung hast, wenn du nach oben marschierst. Ein bisschen die Karte drehen, dass ich hier besser drauf gucken kann. Wir sind echt nur minimal im Vorteil, was Zahlen angeht. Aber stärketechnisch sind wir ihnen weit überlegen, offensichtlich. Es wird nur trotzdem mächtig Verluste geben. Und da kommt auch noch eine feindliche Armee, aber die hat doch keinen Bock. Na gut. Ich baue mal noch ein paar. Achso, geht jetzt gar nicht. Ist natürlich doof. Na gut, dann stellen wir alle auf. Jo, die wollen wir alle. Nein, immer noch nicht. Hört auf. Wir wollen die vernichten. Macht mal schön die Mauern leer. Ist jetzt genau der Fall. Okay, geh mal rein da. Hier nochmal ein kleines bisschen aufleveln. Oh, immer noch Streitrösser, verdammt. So, wir machen nochmal den. Direkt nach der Schlacht muss ich mal ganz dringend wieder hier Zusammenhalt auffüllen. So, rein da. Sind ihn roundabout 300 überlegen. Jetzt müssen wir sie natürlich auch noch ein bisschen austaktieren. Was leichter gesagt ist als getan, wie ich gerade sehe. Aber ich denke, wir konzentrieren uns hier auf die linke Flanke, während der Bocki dann hoffentlich hier eine schöne Arbeit machen wird. Aber wir haben hier noch ein Problem. So. Sonst kennen wir das Spielchen, wie die letzten Schlachten schon. Dass die uns dann einfach Stinkefinger zeigen, wenn ich ihnen sage, sie sollen angreifen. Und das wollen wir nicht, ne? Oh, passt. Die zwei. Wie immer, lose Formationen. Mit denen stürme ich gleich bis hier vorne hin. Nee, Quatsch, nicht die. Ach, Mann. Sorry, die drei meinte ich. Erstmal wieder umgewöhnen hier, Junge, Junge. So, eins und zwei. Ihr kommt erstmal hier hin. Mal, wo ist jetzt schon wieder meine 3? So. Herrschaftszeiten. Obwohl, wisst ihr was? Oh nö, sind die verbuggt? Oh nö! Das ist jetzt doof. Jetzt leuchten die in einer Tour. Ah. Das ist doof. Aber egal. Wir tun das mal so, als ob sie sich eingerieben hätten mit lumisierenden Pilzflüssigkeiten oder sowas. Dass sie vielleicht von Druidix Canix irgendeine Flüssigkeit bekommen haben, damit sie im Dunkeln besser sehen können. So, wer will, wer hat noch nicht? Du da. Willst du noch hin? Kein Thema, ich hab noch ein paar. Oh, daneben, verdammt. Die Steinschleuderer jetzt für eine Reichweite haben, ist schon krass. Wo ist meine Deckung? Ist gleich nicht immer. Oh, sag mal, wie fällt denn der jetzt aus? Nein. Hä? Verdammt. Hör auf, dich zu bücken. Okay, die 1. Hierher. Ja, weil der Bucky ist gleich ran. Ich glaube, da steht einer, oder? Au, ja. Muss die Frage, wer jetzt wen zuerst gefunden hat. Mist. Dachte, der Gabel steht noch. Sag mal, der Typ da oben lebt ja immer noch. Auf den ich ja schon zweimal getroffen habe. Okay, jetzt hat er keine Zinne mehr. Finde ich geil. Jetzt hat er sich zurückgezogen. Na, blöder Hund. Halt still. Mann, haben die Hummeln im Hintern?
geht doch. Wieso seid ihr denn schon wieder im Schildwall? So, Bocky ist ran. Die Mauer hier ist gerade schön leer. Das sind keine Nahkämpfer. Hier wird's noch nicht. Eins und zwei kriegt jetzt einen F6-Befehl. Wir müssen da irgendwie mal hoch, Jungs. Das wird das hier nicht mehr heute. Ah, natürlich kommen jetzt die Nahkämpfer. Oh, Katapult, bitte triff richtig. Das ist gerade echt wichtig. Hat das schon wieder auf mich gezielt, der Sack? Das war ein schöner Treffer. So, das war leider mein letzter Schuss. Nein, die haben meine Frauen geholzt. Die Schweine. Okay. Drei, kommt mal hier hin. Ich brauche ein bisschen Fokusfeuer. Oh, schöner Treffer. Aber das reicht noch nicht. Wir kommen noch nicht hoch da. Auch ein schöner Treffer. Zum Glück gibt es da anscheinend kein Friendly Fire mehr. Das war früher immer so ein Albtraum. Bis die Leiter hochgestapft und hast erstmal von hinten von deinen eigenen Leuten aufs Maul bekommen. Ich glaube, ich kann mich jetzt hier links durchkämpfen. Müsste den Gegner nur lang genug ablenken, Jungs. Dann schnappe ich mir noch eine neue Munition und dann geht's wieder weiter. Oh Gott, das wird nix. Ich glaube, Trubadex ist auch gefallen. Er lag gerade seine Standarte. Lass mich durch, ich bin wichtig und so. Aua. Lass mich durch, habe ich gesagt. Oh fuck. Mist. Das war's. Ja. Alles klar. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Lasst mich bitte mal kurz. So. Oi. Mann. Blöde Säcke ihr. Oh. Ist da unten stehen Bogenschützen. Aua. Okay, reicht. Ich gehe mal kurz ein bisschen in Deckung. Was haben wir denn? Ein Speer, verdammt. Okay, die haben schon den Befehl, hier nach oben zu kommen. Schöner Treffer wieder. Warum immer drei oder vier auf einen? Unfaires Pack. Jetzt aushalten mittlerweile, wa? Ich versuche die immer so ein kleines bisschen da wegzulocken und auch Verluste zu verursachen, damit unsere Leute besser auf die Mauern drauf kommen, aber irgendwie funktioniert mein Plan nicht so richtig. Was ist los mit dir? Nein. Ah, geh fliegen. Mist. So. So. Immerhin schießen die Bogenschützen gerade nicht auf mich, ey. Das hätte ich ein leichtes Problem. Apropos Bogenschützen, haben wir denn da jetzt überhaupt noch welche stehen? Irgendwie nicht, ne? Ich will hier immer noch Fokusfeuer sehen, bitte. Spaß da unten. Oh, dumme Idee. Ganz dumme Idee. Ganz, ganz dumme Idee. Der schickt schon seine Bogenschützen in den Nahkampf. Okay, wir haben ein paar Männer drauf auf der Mauer. Wir kämpfen uns langsam, aber sicher vorwärts hier. Was? Geht doch. So, und jetzt Angriff, Männer. Herrschaftszeiten. Wieder Nerven aufreibend hier. Ja, zum Glück war der Typ gerade hinter mir, nicht mein Feind. Herzlich willkommen in der Hackfabrik. So. Mehr hier. Haben wir den gerade in die Mauer Okay, wir haben ihn mit der Mauer vereint. Alles klar.
gucken, was hier oben noch rumrennt. Ja, natürlich. Krieg auch ein bisschen Unterstützung hier. Fall um. Danke. Nein, du schießt jetzt nicht auf mich. Blöde Kuh. So. Helfen wir mal den anderen Jungs. Hallöchen. Oh Gott, ich falle gleich runter. Nein. Mist. Nee. Nee. Lebt denn Obelix noch? Hä? Wie, kein Charakter lebt mehr? Das ist nicht dein Ernst, oder? Wow, okay. Es lebt kein Charakter mehr. Das ist jetzt ein bisschen heftig. Okay, die Schlacht ist vorbei und die Melodie sagt uns, es war fatal. Ja, es war fatal. 200. Eieieiei. Aber hey, da war auch eine feindliche Armee mit drin. Da muss man auch mal denken, ne? In die Festung zurückgezogen? Ach, was? Es gibt eine Folgeschlacht, ich staune. Aber ich darf nicht mitmachen, weil umgefallen. Alles rausnehmen. Wir schicken mal nur welche, die wir entbehren können. Ja, gute Frage, nächste bitte. Ja, sowas hier zum Beispiel. Schwertschwester, wo kommen die her? Die sind da wahrscheinlich bei Obelix im Verballer in der Armee mit drin. Welche Römer? Hier Sturgia. Hier noch was. Hier noch was. Hier. Dauert kurz einen Moment, Leute, aber geht gerade nicht anders. So. 6 verloren. Okay. Nochmal in die Festung zurückgezogen? Nee, okay. So, jetzt gehen sie mir ein bisschen was hier, aber das ist alles etwas, was ich nicht gebrauchen kann, ehrlich gesagt. Ich nehme jetzt einfach 114 Gefangene. Geld. Wir brauchen definitiv Geld. Da wird geplündert. Nein, jetzt habe ich die übernommen, ich Depp. Ach. Entschuldigt bitte. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Man merkt's vielleicht. Das ist Zadaim. Ah ne, Quatsch, muss ich hier drüber machen. Hier verschenken. Brauche ich nicht. Bitteschön. Gern geschehen. Na, so. 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 Okay. Natürlich ist das Ding knüppelvoll. Oh. Mist, ich hätte das Ding erstmal nehmen sollen. Daran habe ich nicht gedacht. Ich hätte das Ding erstmal nehmen sollen, das Verlies überfüllen und dann abgeben. Ah. Na gut. Du kannst noch ein paar Gefangene mitnehmen, oder? Kann ich dir nicht so auch Gefangene geben? Nee, Moment, das ging wieder anders. Da muss ich, glaube ich, richtig mit ihm reden. Was jetzt gerade nicht geht, Moment. So. Ja, ist ein Weilchen her, hast du recht. Achso, nee, nur Charaktere sind das. Ach. Mann. Wieso geht denn das immer noch nicht, ne? Aber hier müsste es doch gehen, oder? Bei Truppen inspizieren. Nee, das ist es wieder nicht. Mann. Entschuldigt bitte. Mit ihm reden, Truppen inspizieren. Genau, hierüber geht das. So. Kommst mit. Ach, warte mal, ich sehe gerade, ich kann ja alle. Okay. Sorry. Ich dachte, ich habe jetzt zu viele dabei, aber Pustekuchen habe ich nicht. Aber
Aber wir werden mal noch ein kleines bisschen hier bleiben und uns erholen. Ein bisschen wieder nach oben heilen. Hochheilen. So rum. So, reicht schon. Die sind gerade dabei, Torius anzugreifen, nehme ich mal an, wa? Nicht? Doch. Schönen guten Tag. Ich habe gehört, Sie haben dann Anspruch auf unsere Burg. Das können wir nicht gewährleisten hier. Kein Rückgaberecht. Du kommst zu den Bogenschützen. Brauche ich mal jemanden mit Bogen und Reiten? Hier? Oh. Du hierhin, du dahin und du dann auch noch dahin, beschützt meine Frau. Alles klar. Wie ist das Schlachtfeld? Gegner wird hier hinten sein. Vermutlich sich auch dahin zurückziehen, auf den Hügel. Mal gucken. Okay. So. 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 Die drei Hansels hier dürfen in den Untergang reiten. Troops! Kill them all! Ziehen sich nicht nach links zurück, ich staune. Oh nee, die Garnison! Ach nö! Oh. Ich finde das immer noch so schwachsinnig, dass die Garnison einfach ihr eigenes Ding durchzieht, statt sich mit uns zu verbünden. Also ihre Schützen zu meinen Schützen zu stellen, ihre Infanterie zu meiner Infanterie. Ist einfach so sinnlos. Da macht auch eine ABM-Mod keinen Unterschied, hat man ja schon festgestellt. Leider. Der zieht sich da jetzt einfach auf die andere Flussseite zurück. Kann er gerne machen. Dann klüppeln wir sie einfach mit unseren Bogenschützen nieder. Aber wir schicken mal unsere Kavallerie mit rüber. Aber die andere erstmal dahin zum Abschrecken. Was macht er denn nu? Ich wollte das Pferd eigentlich treffen. Problem? Gegner auf 9 Uhr. Au. Da konnte ich gerade nur stumpf da stehen und abwarten. Eieiei, aua. Ist jetzt langsam uncool. Okay. Blöden Sack fressen die. Feuer frei. Uncool. Aha. Oh, Entschuldigung. So, blöder Sack. Oh, sorry. Dachte, wäre einer von denen. Achso, er zieht sich da auf den Hügel zurück. Kann man natürlich auch machen. Das ist unsere Garnison, die da gerade anreitet, oder? Mann. Dinge, die ich nicht tun möchte, aber tun muss. Sind wir aber eins mit dem, ey. Holla, die Welt hier. Hat ein bisschen wehgetan. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich muss dazu auch sagen, ich rechne jetzt eigentlich immer mit ganz, ganz stumpfen Aktionen von der KI. Weil ich ja jetzt die Realistic Battle Mod nicht mehr drin habe. Also nicht mehr drin haben darf. Gucken, ob ich irgendwas treffe. So ein Schild, immerhin. So, Bogenschützen hier vor. Schön breit aufgestellt. Die 1 direkt dahinter. Die 4 geht mal da ihren Spaß haben. Die zweite Kavallerie vom Gegner stürmt gerade auf uns zu. Hat sich da noch was überlegt. Ah, ich treffe doch auch wieder meine eigenen Jungs. So, 4 wieder raus.
Sollte nur dazu dienen, die Kavallerie zurückzuschlagen. Ey! Was? Aua! Blöder Sack! Ich wollte. Mann! Okay. Fall Ballas Rache. Die hat ja immer noch keine anlegbare Lanze. Dachte, ich habe schon nichts gesehen. Hallöchen! Aua! Ach doch, die ist anlegbar! Mann! Sag mir das doch! Mist. Au! Einfach so eine Frau zu schlagen, schämt ihr euch nicht! Gott, macht der Pferd jetzt wenig Schaden, ey. Ist denn die Infanterie mal am Chargen? Frag für einen Freund. Ziehen uns erstmal mit der Kavallerie zurück und chargen dann in den Rücken. Oh, den Rücken, den sie uns übrigens verweigern, wa? Indem sie sich immer weiter zurückziehen, ja. Die 2 kommt mal ein bisschen näher, dass er besser schießen kann. Die 4 charge jetzt bitte mal da rein. Oh Gott, das wird nichts, das wird nichts. Oh Gott. Blocke, blocke. Ui. Immer schön die Reihen aufbrechen. Wieso hat die Tante eigentlich kein Schild? Ich dachte, ich habe ihr mein Schild gegeben. Hat sie vielleicht abgelegt und verkauft. Weil die ist ja jetzt selbstständig eigentlich mit ihrer Ausrüstung. Die macht da jetzt, was sie will. So, haben wir sie? Alles kaputt? Ja, gut. Autsch, 50 Tote. Na gut, muss dann so reichen. So. Oh Gott, ich muss wieder schlachten, wie ich gerade sehe. Ist hier mal ein Streitruss dabei? Ja, sehr gut. 2 sogar. Ja, wir nehmen das erstmal alles mit. Denn wir wollen unbedingt wieder ein bisschen Geld anhäufen. Wir sind ja gerade wieder dabei, im Hintergrund zu rekrutieren. Daher ist es gar nicht mal so dämlich, wenn wir da jetzt wieder ein bisschen Reserve anhäufen. So. Ich gehe jetzt aber mal ganz kurz an Amitatus und verkaufe mal ein bisschen was. Auch Gefangene und so. Beziehungsweise ich könnte die jetzt hier auch ins Verlies legen. Ist das Sardai wird belagert? Okay. Ja, ist sogar ein bisschen Platz im Verlies. Finde ich ja schon mal schön. So. Oder auch nicht. Mensch, der Zigarette erst. Alles gut. Aber ist nicht schlimm. Nehmen jetzt bloß mal Sachen raus, die Söldner sind. Beziehungsweise auch Vanilleeinheiten sind. Und dann sollte das erledigt sein, ja. Taverne. So. Warte mal, wer bist du denn? Hallöchen! Noch ein Keiler? Okay. Komm mal mit. Ach Mist, ich wollte es abkürzen. 1500? Alles klar. Denn Amitatus braucht ja noch einen Statthalter. Hier, Amitatus, Statthalter. Der hier, genau. Zack. Jo. Sehr schön. Aber schon 3 römische Statthalter für römische Städte. Sehr gut. Jamaris ist noch stabil, ja? Naja, geht so. Könnte schlimmer sein. Könnte aber auch besser sein. Okay. Gut. Na dann wieder zurück nach Sassadaim. Nochmal was zurückschlagen und dann langsam mal hierhin vorkämpfen Richtung Onika und Zeonika. Ganz zum Schluss hätten sie dann noch diese Burg hier. Und ich glaube nichts übersehen zu haben, oder? Oh, guck mal hier. Pekaron rebelliert. Danostica hat auch schon erfolgreich rebelliert. Okay. Könnte natürlich auch sein, dass sich das südliche Imperium jetzt dann für Karon schnappt. Hier ist Krieg bei denen? Moment. Ach, mit dem nördlichen? Okay.
Das Nördliche versucht nochmal zu erstarken, verstehe. Na gut, eilen wir zur Rettung. Okay, das ist jetzt uncool. Das ist jetzt echt ein bisschen uncool. Ja, und er schnappt sich das natürlich vorher, ne? So, zack. Hey, Mackes, grüß dich. Haben wir ihn echt noch befreit. Sehr schön. Oh, hier sind ein paar Batanen dabei. Aber das war's auch schon. Zwei Stück. Naja, besser als nichts. So, so. So, so, so. Zack, zack. Zack, so. Alles klar. Ich hab schon wieder vergessen zu schlachten, verdammt. Ach Mist, ich hab auch gar nicht die Banner verkauft. Oh, Idiot, jetzt waren wir schon da in der Stadt und dann hab ich's nicht verkauft. Na gut. Ja, gut, da brauche ich gar nicht lange zu gucken. Hier auch nicht. Ja, auch nicht. Gut, ihr Lieben, das war's aber schon wieder für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.